kleines Restaurant in Dubai erregt Aufsehen. Das Trisint Studio ist ein Atelier mit 20 Plätzen. Es gehört zum Trisint Restaurant im Voku Hotel. Dort serviert man indische Degustation-Menüs mit bis zu 15 Gängen. Ich bin mit Küchenchef Himanshu Saini verabredet, der mir eines seiner Lieblingsgerichte servieren will. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein darf. Was werden Sie heute für mich kochen? Ein Gericht namens Khichdi. Es ist nur eine bescheidene Schüssel mit Reis und Linsen. Dieses Gericht hat eine lange Geschichte, denn es wird überall im Land gegessen. Aber in jeder Region wird es unterschiedlich zubereitet. Wir benutzen gelbe Spalterbsen und rote Linsen mit Reis. Wir weichen sie 30 Minuten lang ein und kochen sie dann. Den gekochten Reis und die Linsen stellen wir beiseite. Denn jetzt rösten wir zuerst die Gewürze für das Khichdi in geklärter Butter. Khichdi, auch bekannt als Khichdi, wird mit gemischten Gewürzen bzw. Masala angerichtet, die in Ghee, geklärter Butter, die in der indischen Küche häufig verwendet wird, geröstet werden. Der Küchenchef nimmt Kreuzkümmel, Ingwer, Knoblauch, Chilipulver, Korianderpulver und Kurkuma und fügt am Ende noch etwas Tomate und Zwiebel dazu. Das lassen wir köcheln. Wie lange? Ungefähr 10 Minuten. Ich gebe ein bisschen Butter dazu und dann ein bisschen Zitronensaft. Viel frischen Koriander. Und dann noch ein bisschen Sahne. So, jetzt geben wir einfach ein bisschen Khichdi in die Schüssel. Hier haben wir eine Landkarte Indiens vorbereitet. Wir haben sie mit den jeweils typischen bunten Zutaten markiert. Alle spielen in meinen Rezepten eine Rolle, denn mit jedem Bissen schmeckt man die Gegend, aus der diese Zutat kommt. Der Safran kommt aus Jammu. Dort bekommt man den besten Safran der Welt. Hier, das sind grüne Äpfel aus Himachal Pradesh. Sie verleihen dem Gericht eine schöne Säure. Dann ein bisschen von diesem Papaya Chutney aus Gujarat. Und ein bisschen von dem Knoblauch-Chutney aus Maharashtra. Dann noch etwas schwarzen Pfeffer aus Kerala. Und das ist Madras Gunpowder. Es ist eine Mischung aus Reis und Linsen mit ein paar Gewürzen darin. Es kommt aus Tamil Nadu, Chennai. Wenn ich das zu Hause nachkoche, kann ich die Gewürze hinzufügen, wie ich möchte? Jedes Gewürz, das Sie wollen. Man kann verschiedene ausprobieren. Es wird mit allen schmecken, da bin ich ganz sicher. Der Küchenchef fügt insgesamt 20 Gewürze aus ganz Indien dazu. Jetzt ist es angerichtet. Ja, so sieht es aus. Sehr farbenprächtig. Und man mischt nicht alles zusammen, man probiert es einzeln? Wie man will. Am Anfang probiert man die Zutaten einzeln und dann mischt man einfach alles zusammen. Sehr lecker. Der Ingwer ist wirklich frisch. Die frischen Kräuter schmecken super. Die frischen Gewürze obendrauf, das macht es wirklich zu einem interessanten Gericht. Man meint, man hat 10 verschiedene Gerichte in einem, weil man jedes einzelne Gewürz herausschmeckt. Vielen Dank, dass Sie mit mir die Khichdi-Reise durch Indien gemacht haben. Was für ein tolles Gericht. Es lohnt auf jeden Fall die Reise ins Trisint-Studio, um es selbst zu probieren.